Die Wäsche musst du noch von Herd nehmen und die Nudeln aus der Waschmaschine, die kochen schon über. Machst es nicht, kriegt dein Mathelehrer zur Strafe Hausarrest. Wir switchen rüber und let's rock. Arnold, er träumt von einem langen und erfüllten Leben in der Zukunft und... Was? Was wäre, wenn du 100 Jahre leben, auch 1000 Jahre leben würdest? Boah, da wäre ich ja 1000 Jahre am Leben, Mann. Und von dem, was er künftigen Generationen bieten kann. Nun, ja, mit so einer Roboterbraut rummachen, das ist bestimmt ein geiles Gefühl, Alter. Junge, so einen Eisenstempel unten drin haben. Naja, das will ich mal erleben. Arnie, das Problem lange zu... Und die haben immer noch so einen alten Fernsehen. Das sind die bejagt, Alter. Haben die zu viel Staub genuckelt? Leben ist nicht wirklich ein Problem. Neuere Forschungen zeigen, dass man Medikamente entwickeln kann, die das Alter stoppen. Na, Hauptsache das kriegen sie, aber immer noch so eine Röhrengucke hinstellen, also. Lass uns ein Spiel spielen und dich vor dem Altern retten. Ach du Scheiße. Bist du bereit, für 1000 Jahre zu leben? Eine kleine Spritze zuerst. Lass uns nun darüber sprechen, was du in deinen 1000 Jahren den Menschen bieten kannst. Nichts. Ha, paar Tage bis zum Boden, Alter. Das kann ich auch bieten. Außer vielleicht 230 Kilogramm Hautschuppen, die dein Körper kontinuierlich abstößt, womit man 1,5 Fußballfelder bedecken könnte. So viel Haut habe ich an mir kleben. Krass, Alter, warum sammle ich die Scheiße nicht? Da habe ich mehr zu fressen als jeder andere. Und dann sind da noch all die Haare, die dir wachsen würden. Deren Länge entspräche der Höhe von 10 Freiheitsstatuen. Ja, das passiert aber nur, wenn du deine Haare nicht schneidest, dann siehst du aus wie Rapunzel von 3 Jahren. Das wäre vielleicht das Beste, was du anbieten könntest. Aber keine Sorge, es gibt noch einen weiteren Vorteil. In den vergangenen 100 Jahren hat die durchschnittliche Körpergröße um 8 cm zugenommen. Also was ist, wenn du dein ganzes Leben lang weiter wächst? Am Ende... Oh Scheiße, da bist du irgendwann höher als so ein Haus, Junge. Da kannst du auf dich rumklettern, da bist du die Klettergerüste der kleinen Kinder. Ach ne, die kleinen Kinder sind ja dann auch große Kinder, wenn sie weiterwachsen. Des Experiments wärst du 80 Meter groß. 80 Meter, Alter? Das ist ja höher als 79 Meter. Wo willst du denn da noch wohnen? Da musst du ja 160 Meter Häuser bauen, damit du überhaupt irgendwo drinnen schlafen kannst. Nun, jetzt bist du wirklich eine Lachnummer. Aber nein, Arnie, auch für dich ist das jetzt zu viel. Ah, ich will mir gerade vorstellen, du sitzt da so schön in dein scheiß Büro und machst dann dein PC. Habt ihr auch noch alte PC-Monitore? Jo, was ist mit Flachbild, Junge? Die Komplexität der Langlebigkeit beruht vor allem in der Fähigkeit der Organe, 100 oder 200 Jahre im Vollbetrieb zu laufen. Auch meine Organe machen so weiter, sonst kriegen die Hausarrest aber so richtig. Deine Gelenke würden schließlich unter deinem eigenen Gewicht und Stress zusammenbrechen. Ja, da musst du weniger fressen, Mann. Glücklicherweise werden Roboterorgane in der Zukunft verfügbar sein und das ist viel besser. Ist das wirklich so? Da lasse ich mich robotisieren, Alter. Dann geht's ab hier. Aber ist es möglich, alle Teile deines Körpers zu ersetzen? Leider, guck, nein. Es gibt Grenzen, zum Beispiel bei deinem Gehirn. Na gut, das Herz kann man bestimmt ersetzen durch Metallscheiben. Aber das Hirn wird schwer und eine kleine Festplatte reinklatschen um. Jeder Computer, Mann. Arnolds Gedächtnis kann 2,5 Petabyte an Informationen speichern. Das entspricht dem Petabyte, was hier los, Inhalt Alter? Aller Fotos auf Facebook plus 20 Millionen Archivboxen, vollgepackt mit Dokumenten. Aua, ja, da ist der doch tot, wenn du so Matsch machst, dann bringt ihn das Roboterhirn. Da kriegt ja kein Roboterhirn. Es mag wie eine riesige Zahl erscheinen, aber in 300 Jahren wäre dein Gedächtnis auch schon voll. Da Arnie, die älteste... Na, aber löschen sich nicht immer all die Informationen. Also die löschen sich nicht, aber die... Es sind irgendwo ein Archiv. Die finden sich mal wieder, wenn du sie brauchst. Nee, auch nicht dann immer. Die Person auf dem Planeten ist, wird er bald berühmt sein. Aber leider bringt er keinen vernünftigen Satz mehr heraus, weil sein Gehirn voller Erinnerungen ist. Weißt du, was das... Du musst ein paar Erinnerungen absaugen, Mann. Mal so ein richtiger Bratpfanne von Schettel, damit du eine Sieg kriegst, Judith. Das Beste wäre, was du für die Menschheit tun kannst... Befreie uns von dir. Oh. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, mit Freunden teilen. Na toll, da lebst du 1000 Jahre, um danach trotzdem zu sterben. Das ist doch scheiße. Das Leben ist eigentlich viel zu kurz, um so lange zu leben, wie ich immer sage. Wenn euch das Video gefallen hat, da unten ist so ein Daumen, der guckt nach oben, der muss blau sein. Und so ein scheiß roter Periode-Button, der muss grau sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich.